Herzlich willkommen zurück hier auf unserer grünen Bühne bei der Online-Event-Expo. Ich bin Tina Teucher und darf hier heute Vormittag anmoderieren. Die tollen Programmpunkte, die wir schon hatten zum Thema Klimaneutralität, Nachhaltigkeit, Bäume pflanzen. Und jetzt pünktlich zur Mittagszeit haben wir für Sie ein ganz besonderes Schmankerl. Bleiben Sie hungrig, stay hungry, denn wie lebensnotwendig es ist, hungrig und neugierig zu bleiben und was das für die Innovationsfähigkeit bedeutet, das bringt uns gleich Margit Hertlein in ihrem Vortrag nahe. Margit Hertlein liebt Geschichten und kann hervorragend erzählen. Ist auch kein Wunder, denn sie hat selber schon einige Abenteuer erlebt. Sie ist leidenschaftliche VW-Bulli-Fahrerin, hat dann erstmal Ethnologie studiert, Sie wissen schon, für die Geschichten und dann noch BWL zum Geldverdienen. Hat einen VW-Zubehör-Versandhandel gegründet, 10 Jahre lang ein Autohaus geleitet und ist schließlich dann als Dozentin bei einem Bildungsträger gelandet. 2 Kinder hat sie in diesem vollen Leben auch noch großgezogen und ist jetzt seit über 25 Jahren Expertin für das Thema Neugier, Kommunikation und Führung. Diese Themen verarbeitet sie in Vorträgen, Trainings und Coachings, aber auch in Artikeln und Büchern, wie ihrem Buch Raus aus dem Jammersumpf, heiter und humorvoll ans Ziel kommen. Das werden wir auch gleich erleben. Letztes Jahr hat sie der Berufsverband für Trainer, Berater und Coaches mit dem Dandelion Award ausgezeichnet. Und sie wurde in die Hall of Fame aufgenommen vom Deutschen Rednerverband, war Vortragsrednerin des Jahres und ja, verarbeitet eben diese Themen. Jetzt gerade verarbeitet sie Kartoffeln. Sie ist uns live zugeschaltet aus ihrer Küche in Franken. Herzlich willkommen, wir freuen uns auf deinen Vortrag, Margit Hertlein. Ja, hallo. Hört ihr mich aus der Küche? Könnt ihr mich aus der Küche? Also, das ist jetzt für alle da draußen der Gruß aus der Küche. Ich sitze in der Küche, schäle Kartoffeln, denn mein Vortrag heißt ja nicht umsonst Stay Hungry, weil dieses hungrig bleiben, das hat uns ja als Menschheit geheuer zu freuen. Das ist ein bisschen blöd. Weil wenn ich nichts esse, rebelliert irgendwann, und zwar relativ, also bei mir relativ schnell der Körper, der dann sagt, ich habe Hunger, ich brauche was zum Essen. Wenn du nicht mehr neugierig bist, wenn dein Geist, deine innere Haltung, wenn du nicht mehr da offen bist, also dieses Open-Minded, wie es auch so schön heißt, da passiert erst einmal nichts. Da passiert gar nichts. Also du siehst ja einem Erwachsenen nicht von außen an, ob er jetzt open-minded, neugierig in seinem Hirn ist. Also du siehst ihn an, ob er oft sehr hungrig ist. Also bei mir sieht man das. Aber das Neugierigsein, das schleicht sich manchmal so aus dem Leben raus. Weil das Gute ist ja, wir sind alle, wenn wir auf die Welt kommen, nicht nur hungrig auf Nahrung, sondern auch hungrig auf Eindrücke, Impressionen, Ideen, Dinge, die wir erleben. Und Kinder haben deshalb große Augen, ganz große Augen. Das ist übrigens das, was man in der Mimik weltweit feststellt. So ein Neugiergesicht, das sind immer große Augen. Es ist auch lustig, weil Sie können es ja mal probieren, wenn Sie aus dem Fenster schauen oder jetzt bei der Messe weiter zuschauen, ob es einen Unterschied macht, wenn Sie so zuschauen, also so erwachsenenmäßig, mit Augenschlitzen, mit was soll denn das? Was macht denn die Frau da? Was ist denn das für ein Quatsch, schält die Kartoffel? Oder wenn Sie die Augen ganz groß machen und die Augen groß machen und sagen, wow, was ist denn da los? Wem das jetzt schon ein bisschen komisch vorkommt, ja, es gibt Tipps und Tricks fürs Gehirn, für dieses, was sich da im Kopf abspielt, um neugierig, hungrig zu bleiben. Also Kinder haben es, blöderweise wird dann in der Schule eher der Wert drauf gelegt, dass man nicht so neugierig ist. In der Schule dieses Thema. Die wirklich neugierigen Kinder, die sind lästig, ja. Ist übrigens auch in den Betrieben so. Die wirklich neugierigen Mitarbeiter sind in manchen Betrieben, bei uns sagt man, das sind so bunte Hund, ja. Die kommen immer mit komischen Fragen. Die kommen mit komischen Sachen. Und dieses
neugierig bleiben, so wie ein Kind, so offen bleiben für Möglichkeiten in der Krise, Möglichkeiten bei einer Veränderung. Das nimmt natürlich im Lauf des Alters ab, weil wir, je mehr wir wissen und erfahren, und die meisten von uns haben eine ganze Menge schon erfahren, also ich bin ja schon eine ältere Neugierige, irgendwann heißt es dann, naja, kenne ich schon, weiß ich schon, brauche ich nicht. Das ist ein Satz, wenn man den im Kopf hat, dann sind das wirklich Neugierkiller. Wenn ich mir irgendwas anschaue und denke, also bei manchen ist ja jetzt nach einem Jahr Pandemie schon so, schon wieder Online-Konferenz, kenne ich schon, weiß ich schon, brauche ich nicht. Es geht relativ schnell, dass wir beschließen, ich muss schauen, dass ich mit meinen Kartoffeln nachkomme, dass wir beschließen, ja, jetzt langt es mit den neuen Sachen, weil natürlich Neues auch von unserem Gehirn was fordert. Also Gewohnheiten brauchen nicht so viel Gehirnenergie wie neue Sachen. Und das Gehirn hat jetzt mal gerade 2% vom ganzen Kerl, braucht aber 20% der Energie. Also im Normalzustand. Das heißt, wenn wir nichts anderes machen wie sonst, braucht man von 5 Stück Schokolade schon ein Stück allein nur fürs Gehirn, für den Normalzustand. Na, dann können Sie sich vorstellen, warum manche von Ihnen so eine Lust auf ein Schokolade, so eine Lust auf Schokolade haben, weil es ja dauernd was Neues gibt. Und das Gehirn sagt, Energie, Energie, gib mir Futter. Also gibt es auch gesünder in Form von Kartoffeln oder gelbe Rüben oder was auch immer. Aber zurück nochmal zu den Sätzen, die wir im Kopf haben. Manche sagen Glaubenssätze dazu. Wir haben aber auch schöne Sprichwörter in unserer Sprache, die blöderweise darauf hinweisen, dass wir Neugier gar nicht so schätzen. Vielleicht kennen Sie den Satz, den Ihnen jemand gesagt hat, sei nicht so neugierig. Im Struwelpeter, da machen Kinder Dinge, die gefährlich sind, die für die Kinder neu sind. Und da heißt es immer, oh, mach das nicht, es könnte gefährlich. Klar, bei neuen Sachen weiß man nie, wie es ausgeht. Dann kann es auch sein, dass es gefährlich wird. Aber auf der anderen Seite, sei nicht so neugierig, falls Sie das jemals gehört haben. Freuen Sie sich, weil das heißt, da ist noch Neugier da, da ist Offenheit im Gehirn da. Und diese inneren Sätze, die kann man jetzt den lassen, den man in der Kindheit gehört hat, sei nicht so neugierig, misch dich nicht so eis, kümmere dich nicht um alles, warum willst du jetzt das schon wieder wissen? 1815 habe ich heute vom Gerrit Danz gehört. Diese Naturkatastrophe mit dem Vulkanausbruch, das hat ja noch ganz, ganz viele zusätzliche Auswirkungen gehabt, auch auf das politische System, aufs Wirtschaftssystem und. Jetzt kann man sagen, wozu braucht die Frau das? Warum liest die so ein Buch? Weil ich wirklich schon sehr früh festgestellt habe, Neugier ist ein Motivator für mich. Also das ist mehr als das blanke Überleben, das, wobei es mir beim Hungrigsein und beim Essen auch mehr ums blanke Überleben geht. Also ich liebe schon auch den Genuss und genauso ist es mit meinem Neugiermotivator. Das ist mehr als nur das irgendwie Schaffen aus Krisen, aus Veränderungen, was Gutes zu machen. Das für mich ist es was Lustvolles und trotzdem habe ich mir vor so 15 Jahren gedacht, du wirst jeden Tag älter, du solltest was tun für dich. Du solltest dafür sorgen, dass du wirklich neugierig genug bleibst, dass du dich für Dinge interessierst. Und mein Satz, also ich habe auch so einen Satz immer wieder in der Kindheit gehört, sei nicht so neugierig, geht dich nichts an. Was musst du jetzt das schon wieder wissen? Mein Sohn leidvollerweise zum Thema Abseitsregel beim Fußball, nachdem ich ein paar Mal gefragt habe, wo er dann gesagt hat, Mama, sei nicht so neugierig beim Fußball. Lass es einfach, weil du wirst es eh nie kapieren. Also gut, vielleicht kapiert man manche Sachen auch nicht, aber fragen kann man ja. Und zurück jetzt zu diesen inneren Sätzen, die helfen, dem Gehirn neugierig zu bleiben. Das sind Sätze wie, man weiß nie, wozu es gut ist. Oder schauen wir mal,
wie ein bayerischer Philosoph mal sagte. Also erstmal die Augen aufmachen, schauen, und man weiß ja wirklich nie, wozu es gut ist. Natürlich ist eine Pandemie, ist jede Krise, ist jede Naturkatastrophe immer mit Leid für viele Menschen verbunden, aber schauen wir mal, was man daraus machen kann. Schauen wir mal, man weiß ja nie, wozu es gut ist. Vielleicht schaffen wir das über diese Möglichkeiten, die sich jetzt aufgetan haben, zwangsläufig. Also es hat ja nicht jeder Juhu geschrien bei Online-Workshops, bei Homeoffice. Verstehe ich ja auch. Aber trotzdem, schauen wir mal, was wir da Gutes draus machen können. Schlimm ist, wenn man nach wie vor immer wieder in seinem Kopf hört, kenne ich schon, weiß ich schon, brauche ich nicht. Dann wird es jeden Tag das Gleiche zum Essen geben. Dann gibt es halt jeden Tag Pommes aus Kartoffeln zum Beispiel. Wobei Pommes natürlich auch eine coole Erfindung ist. Die Belgier haben es erfunden, weil so nebenbei zum Thema Geschichten erzählen, die Belgier haben die Pommes erfunden. Also das kennen die meisten. Aber warum haben die Pommes erfunden? Weil sie nämlich die Pommes, wenn man das jetzt schneidet, Moment, ich schneide es mal. Also diese großen Pommes, die schauen bisschen wie kleine Fische aus. Und das war nämlich der belgische Ersatz, wie sie zu bestimmten Jahreszeiten halt nicht fischen konnten, zum Beispiel im Winter, haben sie die Kartoffeln so geschnitten, die frittiert, und seitdem gibt es Pommes. Man weiß nie, wozu es gut ist. Ich kann keine Fische fangen, also erfinde ich die Pommes. So, das ist jetzt blöd, weil ich will heute nicht Pommes machen, aber jetzt habe ich ja Pommes vorm geschnitten. Man weiß nie, wozu es gut ist. Vielleicht fällt uns da nochmal was anderes ein. Das Thema bei Neugier, also es ist einmal dieses, was sind da für Sätze in meinem Kopf? Was spukt da in meinem Kopf rum? Überlegen Sie sich, was Ihnen gut tun wird. Welcher Satz Ihnen fällt? Wenn Sie meine nehmen wollen, man weiß nie, wozu es gut ist, nur zu. Ja, also jetzt kann ich Ihnen schon keine Kartoffeln von mir geben und anbieten, aber Sätze kann ich Ihnen anbieten. Dann zweiter Punkt, das ist dieses Thema Neugier, der hilft, wenn man grundsätzlich eine eher positive emotionale Grundhaltung hat. Also wenn man eher positiv in die Welt schaut, wenn man eher denkt, das ist eine Chance. Und ja, natürlich kann ich den Spruch, wie viele von Ihnen vielleicht alle mal hören, jede Krise ist eine Chance. Ja, zunächst ist es einfach manchmal nur Mist und blöd und nervig. Aber trotzdem so eine positive Grundhaltung beibehalten, ist tatsächlich hilfreich für die Neugier. Und der dritte Punkt zum Thema Neugier, wo richte ich meinen Fokus hin? Also letzten März war ich nur noch daheim. Vorher in Deutschland unterwegs, in Österreich unterwegs, in der Schweiz unterwegs, in Südtirol unterwegs, auf Mallorca rumgereist, was halt Trainer und Speaker, also die mit Reden ihr Geld verdienen, so machen. Und dann saß ich daheim. Und dann fing es an, die ersten Online-Workshops, Webinare, was kann man denn da alles machen? Und ich habe mich da vorher jetzt nicht groß drum gekümmert, weil, ja, wenn du live auf der Bühne stehen kannst, das hat schon auch was. Also habe mich nicht groß drum gekümmert und habe festgestellt, boah, da habe ich ja von vielen überhaupt keine Ahnung. Also habe ich letzten März angefangen zu Webinaren, zu Workshoppen, mich weiterzubilden, zu lernen, wie man was macht und. Und ich bin jemand, der gerne, jetzt muss ich mal meine Kartoffeln schnell aufs Ende legen, also ich schreibe immer gerne mit. Nicht, weil ich es dann auch nochmal durchlese, sondern weil allein das Mitschreiben meinem Gehirn schon hilft, mir die Sachen zu merken. So, und dann war es Juli und Ende Juli ist immer so meine Zeit, den Schreibtisch wieder aufzuräumen und so bereit sein für den Sommer. Und dann fiel mir so ein Haufen Zettel in die Hand. Das waren alles so Zettel, die ich mitgeschrieben habe. Und die habe ich, muss ich gestehen,
einfach hingeschmissen, irgendwo an einem Platz an meinem Schreibtisch. Dummerweise habe ich einen sehr langen Schreibtisch, also ich habe sehr viel Platz für meine Eichhörnchenzettel. Man weiß ja nie, wo es zu gut ist. Also diese ganzen Zettel, die ich mitgeschrieben habe, da ist übrigens einer noch, da ist einer noch dabei von Thorsten Jethe, seinen Workshops, da war ich auch ganz oft. Und dann habe ich diese Zettel gefunden und habe gedacht, oh, das ist ja spannend. Aha, das habe ich damals im März, also ich habe immer das aufgeschrieben, was für mich damals wichtig war. Und dann habe ich Sachen aufgeschrieben, wo ich mir im Juli gedacht habe, ja, Wahnsinn. Ich habe mir Zeug aufgeschrieben, das jetzt im Juli ja völlig selbstverständlich für mich ist. Mann, habe ich viel gelernt in der Zeit. Und das wäre auch nochmal so ein ganz praktischer Tipp, um neugierig offen zu bleiben, um die Stimmung, die Emotion zu heben. Heben Sie sich bestimmte Dinge auf, wo Sie gestartet haben mit etwas, egal mit was. Weil wir vergessen, wenn wir lange Zeit das schon machen, was wir alles schon gelernt haben. Weil das ist ja dann selbstverständlich. Also das war ja dann so, etliche der Zettel habe ich dann genommen und habe gesagt, brauche ich nicht mehr, weg damit. Ein paar haben wir zum Glück aufgehoben, einfach um mich daran zu erinnern, wo bin ich gestartet und was habe ich schon alles geschafft. Und es tut einfach gut. Es ist einfach schön, wenn man seinen Fokus nicht nur auf das richtet, oh mein Gott, die Kartoffeln muss ich alle noch schälen und ich bin immer noch nicht so weit. Also ich kann meinen Fokus darauf richten, was habe ich alles noch nicht gemacht, oder ich kann meinen Fokus darauf richten, was habe ich schon alles erledigt. Und das ist also unter uns so ein geiles Gefühl. Wenn man sieht, was man alles geschafft hat, was man schon gelernt hat, was man schon getan hat, das ist toll. Also ist für mich so ein selbstgemachter, ja, Stimmungsaufheller gewesen. Einfach nur Zettel finden, wo man sagt, Wahnsinn, was ich schon alles gelernt habe. Jetzt kann man das in Betrieben natürlich einführen. Es gibt Firmen, die machen bei den Meetings so Sachen wie, lass uns doch 5 Minuten in dem Meeting damit verbringen, uns darauf zu besinnen, was haben wir schon alles geschafft. Man kann zum Beispiel positive Roadmaps machen, die man bei jedem Online-Meeting wieder einblendet, was auch immer. Wichtig ist nur, dass man es nicht aus den Augen verliert. Von daher habe ich mir immer wieder Erinnerer geschafft, neugierig zu bleiben, weil selbst wenn es mein Motivator, also beim Hunger ist es einfacher, da meldet sich der Körper sofort. Aber auch bei mir war es so dieses, ich schäle jetzt mit einem orangen Messer. Mein Mann hat mir das andere nicht. Das ist eigentlich mein Lieblingskartoffelschäler. Und vielleicht kennen Sie das auch. Da hast du so ein Lieblingsding, mit dem kannst du wirklich gut schälen und denkst dir, ja, das will ich nicht hergeben. Das gebe ich nicht auf. Also du hast so ein Liebling, wo du sagst, schau mal, mit dem geht das Kartoffelschälen, das schäle ich nicht so dick, das geht doch viel besser. Manchmal braucht es wirklich ein bisschen Überwindung, bis man sagt, okay, ich probiere einfach mein anderes Werkzeug aus. Und sich da selbst dran zu erinnern, das kann auch Spaß machen, weil man dann weiß, ja, da ist noch was da oben. Und dann ist man nicht nur stay hungry im Sinn von, ja, ich habe meinen Körper versorgt, sondern stay hungry auch, ich habe das versorgt, was unter der Frisur ist. Und letztendlich ist es das, was uns alle hilft, Krisen, Herausforderungen, Pandemien, Katastrophen als Menschheit trotzdem zu überstehen. Wir wissen jetzt nicht, was alles Gutes aus der Pandemie rauskommt. Aber ich bin sicher, also mein Satz heißt ja, man weiß ja nie, wozu es gut ist. Ich bin sicher, dass da viele Dinge dabei sind, die wir behalten sollten. Und so als letztes noch, bitte, neugierige Menschen, also ich erzähle jetzt gar nichts von den ganzen Untersuchungen, aber man weiß, Menschen, die neugierig bleiben, also die diese innere Haltung haben, sind resilienter. Neugierige Menschen haben zum Beispiel im Vertrieb
bessere Erfolge, also der Vertriebsaußendienst hat bessere Erfolge, wenn das Leute sind, die neugierig sind, als Leute, die sehr zielorientiert sind, finde ich sehr spannend. Neugierige sind krisenfester und Neugierige haben auch oft gute Laune. Aber wie gesagt, Neugierige sind auch manchmal schwer zu ertragen, weil sie immer wieder fragen, ja, warum ist es so, was ist es denn? Weil die Geschichten erzählen mit dem Pommes aus Belgien, wie sie entstanden sind, wo andere Leute sagen, Entschuldigung, das interessiert uns jetzt aber wirklich nicht. Wir haben eine schwere, ups, jetzt sind mir die Kartoffeln runtergefallen, wir haben eine schwere Krise, also schäle mal deine Kartoffeln fertig und kümmere dich nicht um solchen Pillepalle-Zeug. Man weiß nie, wozu es gut ist. Man weiß auch nie, wozu es gut ist, wenn Sie mit mir reden sollten. Keine Ahnung, vielleicht bringt es Ihnen was. Wenn Sie Lust haben, ich bin danach auf dem Wonderpark, Wonder ist ein schönes Wort, das ist der Wunderparkplatz. Übrigens, so, nur ein letztes. Ich finde es auch spannend, im Barock gab es, also Neugier heißt auf Englisch Curiosity, also Kuriosität, und im Barock gab es Kuriositätenkabinette. Also in Dresden zum Beispiel, die Barockfürsten haben da Gestein und Knochen und Edelsteine und Porzellan ausgestellt. Einfach Dinge so, was Tolles, was Anregendes fürs Gehirn. Und dann gab es Barockfürsten, die haben keine Kohle gehabt. Also sowas gibt es ja auch. Oder gar, also gibt es nicht nur heute, sondern gab es damals auch. Die haben dann nur ein Verzeichnis eines Kuriositätskabinetts erstellt, um den anderen zu zeigen, schau mal, das könnte, also eigentlich haben die virtuell gearbeitet. In diesem Sinn, stay hungry. Vielen Dank, Margit Hertlein. Sehr inspirierend und tolle Geschichten und Vergleiche. Ich habe sehr viel gelernt und finde das spannend, dass Neugierige erfolgreicher und auch zufriedener sind als Zielorientierte. Zumindest machst du uns auf jeden Fall diesen Eindruck bei deinem Einblick hier in das Kuriositätenkabinett deiner Küche. Ja, und auch die Frage, wenn ich jetzt mal neugierig sein darf, was machst du denn eigentlich mit den Kartoffeln? Was wird denn da draus? Also es gibt keine Pommes, sondern es gibt Kartoffelsuppe. Okay. Aber erst nachher, weil ich gehe jetzt aus der Küche raus, Tina, und gehe in den Marktplatz zu Q&A, also Let's Talk, außer es gibt noch Fragen aus dem Chat. Im Moment gibt es noch keine, aber ich glaube, mit dir ist es sowieso noch viel schöner, live zu sprechen. Insofern, wenn Sie jetzt Margit Hertlein live erleben und sprechen wollen, gehen Sie gerne in WonderMe, also auf Ihrem Marktplatz, da auf den Q&A Let's Talk Punkt in dem Messemarktplatz. Und genau, wir sehen uns hier wieder auf dieser Bühne um 13.30 Uhr. Da geht es dann weiter mit meinem Vortrag Wirtschaftswandel statt Klimawandel. Und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Austausch mit Margit Hertlein. Vielen Dank für deinen tollen Vortrag. Ich hoffe, deine Kartoffeln werden noch fertig. Ich stelle die Kartoffeln hin, aber ich bin in 5 Minuten auf dem Marktplatz. Sehr gut. Dann viel Spaß jetzt beim Messerundgang, beim Netzwerken und Ihnen allen natürlich einen guten Appetit. Bis später. Danke, Tina. Tschüss.